Nachdem Paul Richter für die Arbeit auf der Wache in seine Uniform gewechselt ist, kommt bereits der nächste Einsatz. In diesem Fall geht es möglicherweise um einen eiskalten Mordversuch. Jetzt erzählen Sie mir erstmal, was vorgefallen ist. Ganz in Ruhe. Ich wollte ein Auto überfahren. Was für ein Auto? Haben Sie das Auto sehen können? Ja, das war ein schwarzer Seat. Alhambra? Ja, genau, genau. Haben Sie ein Kennzeichen mitbekommen? Ich konnte nur sehen, dass es ein Kölner Kennzeichen war. Der Rest war einfach abgeklebt oder nicht vorhanden. Es war nicht mehr zu sehen. Okay. Sie waren allein unterwegs oder wie? Nein, Tim, mein Verlobter war mit mir. Wir wollten eigentlich jetzt gerade zum Essen. Wo ist der jetzt? Ich hoffe, dem geht's gut. Ich mache mir große Sorgen. Ich habe ihn nicht erreicht. Der ist. Aber er war ja bei Ihnen. Ja, wir standen direkt an seinem Wagen und dann ist er direkt hinterhergefahren, um zu gucken oder um den Täter zu kriegen. Also, Sie sind ausgewichen dem Fahrzeug? Ja, genau. Sind gestürzt? Das haben Sie eben gesagt. Und er ist in sein Fahrzeug gestiegen und hinterher. Richtig. Zur gleichen Zeit. Mark Westerhofen und Heidi Matera machen die Bekanntschaft mit einem Raser, der überraschenderweise eine Verbindung zu dem Fall auf der Wache hat. Das ist aber heute auch Tauwetter für Dicke, ne? Das ist auf jeden Fall ein schönes Wetter, aber ich muss mal gucken, weil ich mir vielleicht noch mal irgendwo ein bisschen Sonnenmilch holen. Was ist heute Abend Sonnenbrand? Ich finde, wir sollten uns mehr ein Eis holen. Das fände ich viel besser. Das machen wir in der Kombination. Was ist denn hier los? Oh, hey, leck mich an den Tisch. Komm mal hinterher. Komm. Ach du liebe Zeit, ist der krank oder was? Hopp, weiter. Das ist ja wohl der Hammer. Yippias. Vollidiot. Er ist ja nicht zu fassen. Und er hatte Blaunisch gehabt, das war aber nicht die Grimbo. Nee. Leck mich an. Der Verkehrsraudi stoppt seine Irrfahrt, als er die Verfolgung bemerkt. Auf die Erklärung des Rasers sind die Beamten gespannt. Der spinnt ja wohl total, der Typ hier. Das geht ja gar nicht. Wow. Ey, das ist ja der Hammer. Hallo? Ja, was ist mit Ihnen los hier? Motor ausmachen. Ja, sofort den Motor aus. Aussteigen. So. Das Lämpchen nehmen Vorsicht, wir auch die Lampe ab. Da oben, alles gut. Ich glaube, es geht los. Was ist mit Ihnen denn nicht in Ordnung? Sie sind ja vom Wilde Watz gebissen, oder? Denn das schwarze Auto da vorne? Nee, das machen wir jetzt gleich. Was ist mit Ihnen nicht in Ordnung? Sie fahren hier mit Blaulicht und einem Affenzahn an uns vorbei. Erstens haben Sie uns nicht gesehen. Schön dämlich. Ja, sind Sie von der Kriminalpolizei? Das Blaulicht ist von gestern Abend von der Party. Es tut mir leid, das war vielleicht eine doofe Idee, aber ich musste irgendwie auf mich aufmerksam vielleicht machen. Vielleicht, das war eine ganz blöde Idee. Ja. Also Sie fahren hier mit Blaulicht rum, damit Sie Aufmerksamkeit bekommen. Ich hatte das noch im Auto. Wie wäre es mit lauter Musik, Idee, Fenster gesagt, runter oder sowas? Es ist Amtsanmaßung, eine Straftat. Ja. Und erzählen Sie mal, warum Sie überhaupt hier so lang gefahren sind und wieso stehen Sie jetzt hier? Ja, der Saugbläser, der an uns vorbeigerauscht ist, das war der Tim Fischer. Und der hat halt dann ausgesagt, er musste jetzt hinterher, musste sich irgendwie so kenntlich machen mit dem Blaulicht, obwohl das ist ja Amtsanmaßung, weil das Fahrzeug vor ihm hat seine Freundin, Frau, was immer angefahren und er wollte den Täter stellen. Wir wollten gemeinsam was essen gehen und als wir auf dem Weg zum Auto waren, kam dieser schwarze Raudi angefahren und hielt direkt auf uns zu. Jetzt, Sie waren beide draußen? Wir waren beide draußen. Wir waren auf der Höhe des Autos. Er kam die Straße, auf uns zugerast. Ja. Und wir konnten gerade noch wegspringen. Meine Freundin Emma ist gerade weggesprungen, hat sich die ganze Hüfte aufgeschürft. Ich habe sie sofort zur Polizeiwache geschickt. Ich habe mich sofort in das Auto gesetzt, um diesen Raser hinterherzufahren. Also das ist jetzt alles innerhalb der letzten, was weiß ich, 10, 15, 20 Minuten? In den letzten 5 Minuten, ja. Ungefähr. Ein Glück, dass Sie hier gekommen sind. Ich dachte erst, ich hätte Sie nicht gehört. Ja, haben Sie einen Ausweis? Wenn man aufschreiben, ne? Also, sollen wir uns vielleicht gleich mal dann auch darüber bewegen, mal zu gucken? Ich tue jetzt erstmal, bevor hier. Was mit dem Auto da ist. Weil seltsamerweise hat der gar kein Kennzeichen. Zumindest habe ich das so gesehen. Da steht nur Köln drauf. Okay. Gut, Herr Fischer. Bitte schön. Sie bleiben hier, Herr Fischer. Ne? Wir kommen gleich wieder. Derweil können Sie mal das Ding in Abmaß, das Blaulicht. Ja, das ist soweit sichergestellt. So. Was ist denn hier los jetzt? Also hier, Fahrerseite ist leer, Beifahrerseite ist leer. Guck mal rein. Wart. Steht da jemand bei dir? Nee, ne? Nein. Der ist komplett leer hier, der Wagen. Nein. Warte mal, ich mach mal hin. Aber hin ist auch nichts. Nee, hin ist Warte mal, Rad. Lass uns gerade erstmal das. Den tue ich jetzt mal abmachen. Mach mal ab hier. Und mach mal eine Abfrage derweil. Hä? Wieso klebt man das Kennzeichen denn ab? Das denn? Ei, ja,
Ernsthaft jetzt? Hier ist aber auch niemand. Der kann doch nicht weit, weit weg sein, oder? Mutterhaupts heiß, ne? Gut, bei dem Wetter eh. Ich tu grad mal hier zentral. Aber der hat's die Mühe gemacht, auch vorne abzukleben. Auch vorne? Ja, ist auch abgeklebt. Aber das ist identisch vorne? Ja. Okay. Arnold 1531, bitte kommen. Arnold hört. Ich habe hier eine Kennzeichenabfrage. Köln. Toni Richard 721. Ein schwarzer Seat. Könnt ihr uns gerade mal die Halterdaten nennen? Die 1531 hat sich gerade gemeldet. Ja. Die haben Kaffeepause gerade gemacht und dann ist ein Wagen an denen vorbeigeschossen, hupend mit Blaulicht wohlgemerkt. Und das war der Herr Tim Fischer mit seinem... Wie geht's, Tim? Lassen Sie mal einen Kollegen ausführen. Tim Fischer mit seinem PKW. Dann haben die ihn verfolgt und an der nächsten Ecke dann stoppen können. Ja. Und da sind sie dann auch aufmerksam geworden auf den schwarzen Alhambra, der da wohl auch stand. Das Kennzeichen haben wir, Halter, habe ich abgecheckt. Das ist ein Herr Carsten Weller, den habe ich auf die Wache eingestellt. Das heißt, ich erwarte den in den nächsten Minuten. Okay, danke. Ja, klar. Okay, das heißt, wenn der Kollege das uns alles lückenlos erklärt hat, und das macht er immer so, dann gehe ich davon aus, dass Ihr Verlobter wohlauf ist. Sonst hätte er uns die Info gegeben, die haben ihn ja angehalten. Gleichzeitig haben Sie den schwarzen Alhambra, wie Sie mitgehört haben, festgestellt. Sagt Ihnen denn der Name Weller was? Carsten Weller, sagt Ihnen das was? Carsten nicht, aber Weller, ja. Wer ist denn Weller? Oder was ist denn das? Weller, Julian Weller. Der vor einem halben Jahr gab es da ein Verfahren gegen ihn. Und Tim hat vor Gericht gegen ihn ausgesagt. Und deswegen, dadurch, dass er auch schon vorbestraft war, wurde er für 6 Jahre ins Gefängnis gebracht. Und mein Verlobter Tim hat gegen den Herrn Weller ausgesagt. Okay, woher kennen die sich? Was haben die für eine Verbindung zueinander, Ihr Verlobter und der Herr Weller, der Julian Weller? Die haben sich mal auf einer Party flüchtig kennengelernt. Okay. Und ja. Okay, wollen wir gleich mal angucken. Jetzt sitzt aber der Herr Julian Weller im Gefängnis und der Herr Carsten Weller könnte der unter Umständen gar nicht versucht haben, Sie zu überfahren, sondern vielleicht Ihren Verlobten. Vielleicht, ja, klar. Oder ihn vielleicht auch noch Angst machen wollen, ich weiß nicht, ja, ich war nicht dabei. Ja, als bevor dann Julian Weller ins Gefängnis musste, hat er noch uns, also beziehungsweise Tim gedroht und hat ihm gesagt, dass das wird er noch bereuen, dass er ihn ins Gefängnis gebracht hat. Na gut, sowas ist leicht gesagt. Und danach kann wirklich was passiert. Das ist auch eigentlich schon wieder verdrängt. Es ist schon so ein halbes Jahr her, circa. Ja. Alles klar. Ja, oh. Okay. Also, ein Carsten Weller, dem gehört das Fahrzeug. Wir können ihn ja mal fragen, ob der den kennt, den Carsten Weller. Also, auf den ist er zugelassen, sagst du? Ja. Okay. Und auf der Wache haben sie noch einen. Guck mal ganz kurz, ich hole mal gerade mal was hier raus, was hier auf dem Dings hier liegt. Okay. Hä? Ein zerrissenes Foto, guck mal okay. hier. Okay, ey, das ist doch er. Stimmt. Ja. Das ist doch unser Freund. Ja, gehen wir mal hin. Vielleicht ist es seine Freundin, du. Herr Fischer, kommen Sie gerade mal rüber. Ja, kommen Sie mal ein bisschen schneller ran hier. Wir haben ja auch nicht so viel Zeit. Das ist nett, dass Sie uns das fragen, aber wir haben vielleicht auch mal gerade mal ein paar Fragen. Gerne. Das sind doch Sie hier, ne? Das Bild hier, oder? Das bin ich, natürlich bin ich das. Okay, dann habe ich nämlich dann die andere Hälfte davon. Und zwar, das wäre diese Hälfte hier. Und wer ist das? Das ist meine Verlobte, Emma. Mit der ich vorhin unterwegs war. Wo sie uns eben erzählt Ja, genau, richtig. Das ist Emma, ja. Okay. Wie kommt das Bild denn da rein? Das ist das, was wir uns gerade auffragen. Wir haben das Bild da vorne auf dem Armaturenbrett gefunden. Ich frage mich jetzt natürlich eine ganz andere Geschichte. Sie liefern sich hier mit diesem Fahrzeug hier eine wilde Verfolgungsjagd. Da ist ein zerrissenes Foto auf dem Armaturenbrett. Aber vielleicht haben wir einen Namen, mit dem Sie was anfangen können. Okay, wir haben eine Abfrage gemacht über einen Halter, einen Herr Carsten Weller. Sagt Ihnen der Name was? Carsten Weller. Ich kenne einen Carsten Weller. Das ist der Bruder von einem Julian Weller, mit dem ich mal was zu tun hatte. Und in welchem Zusammenhang steht das? Ach, es war schwierig. Ich hab, machen Sie die kurze Version. Gegen Julian habe ich vor Gericht ausgesagt. Und aha, er wurde für längere Zeit im Gefängnis verurteilt. Okay. In der Zwischenzeit haben die Kollegen den Fahrzeughalter auf die Wache bestellt. Doch angeblich hat der Verdächtige zum Tatzeitpunkt ein Alibi. Sie kommen jetzt direkt von der Arbeit, haben Sie gesagt? Ja, genau. Wann haben Sie heute angefangen zu arbeiten? Heute Morgen um 7. Und waren auch bis eben da, bis wir Sie erreicht haben? Ja. Wo arbeiten Sie denn?
Beim Meisterbetrieb Klaassen in Kalk. Kenn ich. Haben Sie eine Telefonnummer von dem im Kopf? Ja, das ist ja 0221 8099. Ich würde wissen, ob Sie wirklich da waren, weil aktuell sieht es ein bisschen doof aus mit dem Fahrzeug. Richter, Polizei Köln. Herr Klaassen, ich sehe persönlich direkt dran. Sie haben Mitarbeiter, den Herrn Weller? Genau. Nö, alles in Ordnung bei ihm. Der steht gerade bei uns, geht darum, sein Fahrzeug war heute durch uns aufgefunden worden. Er gab an, dass er heute den ganzen Tag seit morgens um 7 auf der Arbeit bei Ihnen. Können Sie die Hand für uns Feuer legen? Während Paul Richter den Fahrzeughalter damit als Täter ausschließen kann, entdecken die Kollegen unterdessen eine junge Frau, die offenbar die Befragung von Weitem beobachtet hat. Kommen Sie doch gerade mal zu uns. Sie laufen so nett hier rum. Vielleicht können Sie uns helfen. Sind Sie schon länger auf dem Gelände hier? Ein paar Minuten, ich war ein bisschen spazieren und musste gerade mal kurz ausdrehen. Okay, das Fahrzeug hier, wir suchen da den Fahrer, haben Sie irgendwas gesehen? Ja, ich habe da einen größeren Mann rauskommen sehen, also groß, schlaksig, dunkelhaarig, der ist in die Richtung gerannt. Okay. Die haben sich hier irgendwie, ich weiß es nicht, der ist hier. Irgendwas Auffälliges noch? Nein, gar nicht. Okay. Also er hat es halt sehr eilig gehabt. Ja. Warum hatten Sie es jetzt gar nicht so eilig? Weil Sie waren noch was länger da hinten schon. Ich habe es eben schon gesehen, sind gleich rausgekommen. Das ist, ne? Wenn eine Frau mal austreten muss. Das habe ich verstanden, das habe ich auch nicht gesehen, das meine ich auch gar nicht. Aber warum sind Sie nicht direkt rausgekommen, halt, wo die Polizei hier steht? Ja, man. Wie ist denn Ihr Name? Lara Müller. Haben Sie mal einen Ausweis für mich? Nein, leider nicht. Nichts dabei? Gar nichts dabei. Tasche dabei, aber kein Ausweis. Okay, gut. Gut, dann schreibe ich das mal auf. Wie? Lara Müller. Lara Müller. Aber ein Geburtsdatum haben Sie vor uns. 15.07.1990. 15.07.99. 90. 90. Bis 90? 90. 90. Bisschen älter gemacht. Ich mache gerade meine Abfrage. Alles klar. Ja, müssen gerade noch kurz mal warten. Anon 1531 für Zentrale, bitte kommen. Anon hört. Ich bräuchte eine Abfrage über eine Lara Müller. Geburtsdatum 15.07.90. Haben wir da was vorliege? Ich habe jetzt direkt mal nachgesehen. Bisher habe ich noch keine Einträge. Ich würde mich aber melden, falls ich was finde. Alles klar. Einwohnermeldeamt auch nichts. Gar nichts, nee, zumindest nicht unter dem Namen. Es gibt eine Laura Müller, aber keine Lara. Alles klar, verstanden. So, Frau Müller, also es ist scheinbar ja gar nicht Ihr Name, weil ich habe unter Ihrem Vornamen, Name gar nichts gemeldet und Geburtsdatum. Ich muss sagen, im Einwohnermeldeamt wird es immer nach dem Geburtsdatum gesucht und nach Name. Da sind Sie nicht gemeldet. Haben Sie uns da ein bisschen angeflunkert? Nö. Nein. Wo kommen Sie denn her? Welche Stadt? In der Nähe von der Seitenbachstraße, das ist am Neumarkt. Welche Stadt? Direkt hier aus Köln. Direkt aus Köln. Ja, wie heißt die Straßennummer? Seitenbachstraße. In der Nähe vom Neumarkt, die gibt's doch nicht. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Nee. Gut, stehen bleiben. Stehen bleiben. Einfach nur stehen bleiben. Das ist ein schöner Zaun, ne? Pass auf, ich komme jetzt mal gerade mal zu Ihnen. So. Bleiben einfach nur da stehen. Sie bleiben stehen. Okay. Ich durchsuche die Dame jetzt nochmal. Bitte drum. Einfach abhauen. Frau Müller oder wie Sie sonst immer. Sie bleiben da stehen. Schön bleiben. Verdammte Hacke nochmal. Das Täschchen nehmen Sie mal ab. Können Sie mir rüberschmeißen hier? Genau. So. Lass stehen. Mach Sie gerade erstmal. Haben Sie irgendwas an sich? Scharfe Gegenstände, wo ich irgendwas. Und wenn Sie vielleicht dabei sind und können Sie uns mal sagen, wie Sie wirklich heißen, stimmt der Vorname denn wenigstens? Umdrehen? Nein. Der stimmt auch nicht. Das stimmt nicht. Okay. Gut, Sie bleiben weiter stehen. Ich mach gerade. Guck mal gerade nach der Tasche. So. So. Stehen bleiben und nicht weiter bewegen. Ist da irgendwas drin, wo ich mich verletzen könnte? Nein. Ach, gucke. Oh, ist die Alina Zimmermann. Frau Zimmermann. 89 geboren. 89, hat doch ein Jahr jünger gemacht. Ja, so macht man. Das nicht immer? Ja, das ist klar. Ich tue nochmal hier jo, an die Zentrale. Sie bleiben schön stehen, nicht bewegen. Anon 1531, bitte kommen. Kollegen von der 1531 schon mal gemeldet, im besagten Fall. Und zwar hatten die eine vermeintliche Augenzeugin, die sich als Lara Müller ausgegeben hat. Dann haben sie die weiter befragt, dann hat die versucht abzuhauen. Dann haben sie die festgehalten und dann stellte sich raus, dass es eine Frau Alina Zimmermann ist. Die Müller ist die Zimmermann. Hören Sie mit? Ja. Noch was? Nee, das war's. Aber es reicht ja wohl schon. Das reicht mir schon. Herr Weller,
Wer ist denn die Frau Alina Zimmermann? Das ist die Verlobte von meinem Bruder. Die blöde Kuh. Kann das sein, dass die an ihr Auto gekommen ist? Ja, ich habe ja mein Auto geliehen. Haben Sie ihr geliehen? Ja. Das müssen Sie mir sagen, ne? Ja, ich habe gehofft, dass da irgendwie ein Fehler drin ist. Ja gut, aber wenn ich Ihnen sage, die hat versucht, jemanden zu überfahren, Sie sind ja fast mit im Boot, ne? Also das ist das Problem. Paul Richter informiert umgehend die Kollegen über die familiären Verstrickungen. Als jedes Leugnen zwecklos ist, hat die Verlobte des Inhaftierten ihre Wut nicht mehr unter Kontrolle. Bist du ruhig? Mein ganzes Leben zerstört hast du! Langsam und ruhig jetzt, ne? Ruhig? Der ist doch an allem schuld! Vorsichtig! Natürlich! Hättest du die ganze Bande nicht hochgehen lassen und dein Maul gehalten vor Gericht, dann wäre er jetzt nicht im Knast für 6 Jahre! Dieser Verbrecher! Wollen wir mal ein bisschen zurückbleiben. Also, ja, aber langsam. Das haben wir jetzt beide mitgehört so und das ist eine gute Zeugenaussage gewesen. Das war ja quasi halt ein Geständnis. Das heißt also mit anderen Worten, wer hat denn jetzt das Fahrzeug da gefahren? Das will ich nur wissen. Tja, das war ich. Ich habe ihn nämlich letztens die ganzen Tage beobachtet. Mit seiner Freundin. Ja, ach, so glücklich verliebt wart ihr. Was hatten du Sie hast vor? Kein Recht, glücklich zu sein. Aus Rache, wenn weil ich dein... Wenn du mir meinen Freund nimmst und mein ganzes Leben zerstören willst. Ruhig jetzt mal. Heute hätten wir eigentlich geheiratet. Aus Rache, weil ich dein Verbrecher heute ins Gefängnis gebracht habe. Da sollten Sie genau vor deinen Augen sterben, an meinem Hochzeitstag. Wegbleibe. Aus dem Grund willst du meine Freundin überfahren? Ruhig. Das ist ja nicht perfide, das ist ja geisteskrank. Okay, das reicht mir aus. Also jetzt mal ruhig. Ist ja irre. Ja. Jetzt Moment mal. Sie haben sich ja jetzt lautstark geäußert. Wir haben es gehört. Ich habe Tinnitus, der Kollege A. So, Sie sind jetzt mal ruhig. Wie du schon gesagt hast, ist ja schon ein Geständnis. Ich bin schon ganz taub hier von dem ganzen Kreis. So. Die 30-Jährige erwartet ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Unklar ist allerdings nach wie vor, ob ihr Schwager das Auto verliehen oder sie es unbemerkt entwendet hat. Die Frage, die sich uns als Ermittler natürlich stellt, ist, wenn der Herr Weller die Frau Zimmermann, die ja das Fahrzeug letzten Endes geführt hat, schützt mit seiner Falschaussage, machen die nicht gemeinsame Sache? Ist er nicht Mittäter? Das muss er am Ende glaubhaft vom Richter beweisen. Wir können natürlich aufnehmen, was er uns gesagt hat und müssen das wertfrei so auch weitergeben. Aber unterm Strich wird ein Richter darüber entscheiden, ob das glaubwürdig ist oder nicht. Und er hat ja auch eine Verteidigung und einen Anwalt und ein Staatsanwalt wird dagegen sprechen. Das muss dann beim Verfahren geklärt werden.